So, willkommen zu unserem Video Umformen von Gleichungen. Beginnen wir einmal mit einer sehr einfachen Gleichung, die vielleicht ausschauen soll in der Form von 3x plus 5 ist gleich 7. So, das kennen wir. Die Frage ist, wie können wir uns das Ganze grafisch vorstellen? Naja, eigentlich können wir uns das so vorstellen, dass wir sagen, wir haben hier eine Balkenwaage. So. Und wir haben hier einen Balken. So. Gleich lang. Das ist hässlich, aber es passt schon so. Und wir sagen jetzt, okay, auf der einen Seite dieses Balkens setzen wir zum Beispiel 7 Kilogramm. Und auf der anderen Seite, damit der Balken im Gleichgewicht ist, naja, setzen wir diese 3x plus 5 drauf. So. Das heißt, wir können jetzt sagen, okay, wir wissen, wenn hier rechts 7 Kilogramm drauf sind, naja, damit das Ding nicht kippt, muss also die linke Seite ebenfalls 7 Kilogramm ergeben. So. Das haben wir soweit zu einer Gleichung. Also eine Gleichung ist ein Spezialfall. Und jetzt schauen wir uns einmal an, naja, wie können wir jetzt diese Gleichung verändern, und zwar von den Seiten her verändern, ohne dass der Balken kippt. Naja, also, was dürfen wir tun? Nun, gehen wir mal davon aus, dass wir sagen, okay, wir wollen einmal auf beiden Seiten das Gleiche dazugeben. Also wir wollen zum Beispiel sagen, 3x plus 5 plus 2, also wir haben jetzt 2 auf der linken Seite dazugegeben, ist das gleiche wie 7. Jetzt würde uns die Waage kippen, aber wir geben ja auch auf der rechten Seite 2 dazu und die Waage ist wieder im Gleichgewicht. Okay, also addieren können wir offenbar beide Seiten. Naja, was ist, wenn wir was wegnehmen? Naja, 3x plus 5 minus 2, das haben wir 2 Kilogramm weggenommen zum Beispiel, ist das gleiche wie 7 minus 2. Okay. Links und rechts gleich viel weggenommen. Das heißt, was sicherlich funktioniert ist, wenn wir beide Seiten mit Plus, Minus behandeln. So, jetzt schauen wir mal, ob höhere Rechenoperationen möglich sind. Das heißt, was passiert, wenn wir jetzt zum Beispiel Folgendes tun? Wir sagen also, okay, 3x plus 5 mal 3. Das heißt also, wir haben im Wesentlichen 3 mal das Gewicht hinaufgegeben. Okay, also multipliziert mit mal 3. Na, damit das nicht wegkippt, müssen wir auch die rechte Seite 3 mal so schwer machen. 7 mal 3. Funktioniert. Wenn wir jetzt dividieren, das heißt, wir könnten es sagen, 3x plus 5 dividiert durch 3. Naja, bedeutet das, dass wir eigentlich hier nur mehr ein Drittel dieses Gewichts drauf haben. Also hier ein Drittel. Das heißt also, eigentlich müssen wir auch die rechte Seite dividieren. Und damit sehen wir schon, dass die Punktrechnungen funktionieren. Wir können also einen Punkt mal, beziehungsweise wir können auch dividiert ansetzen. So. Wenn wir jetzt zu höheren Operationen übergehen, dann stellt sich die Frage, na, was ist, wenn wir eigentlich die rechte Seite potenzieren? Potenzieren heißt 3x plus 5 zum Beispiel hoch 3. Also, wir wissen jetzt, das wäre also 3x plus 5 mal 3x plus 5 mal 3x plus 5. Eine andere Schreibweise. Und damit es gleich bleibt, müssen wir halt einfach die rechte Seite ebenfalls potenzieren. Funktioniert! So. Was ist, wenn wir jetzt Wurzeln ziehen? Also, schauen wir uns mal vor. Wir haben eine Wurzel von, Klammer, 3x plus 5 und wenn wir jetzt auf der linken Seite die Wurzel ziehen, naja, dann könnte doch das gleiche sein. Und das ist auch das gleiche, wie wenn wir die Wurzel aus der rechten Seite ziehen. Das heißt, was wir können ist, also wir können einmal ein hoch n anwenden und wir können auch eine Wurzeloperation anwenden.
Das ist für uns jetzt einmal so die wichtigste Grundlage, damit wir überhaupt weiter tun können. So. Machen wir jetzt ein Beispiel. Und zwar genau dieses Beispiel, das wir hier haben, und sagen wir, okay, probieren wir die unbekannte x aus dieser Gleichung zu ermitteln. Naja, wie könnte man denn das tun? Gehen wir uns mal an und sagen, okay, unser Beispiel ist 3x plus 5 ist gleich 7. Und wir wollen dieses x ermitteln. Damit wir dieses x ermitteln, müssen wir unbedingt alle anderen Teile wegbringen. Das x muss alleine stehen. Also die Frage, die sich stellt, ist, wie groß ist das x? Naja, das Erste, was wir mal probieren, ist, wir werden versuchen, das x alleine zu stellen. So, hier sehen wir, wir haben mit plus den 5er verbunden. Also probieren wir mal, den 5er wegzubekommen. Naja, wie können wir das tun? Ja, indem wir einfach beide Seiten mit minus 5 behandeln, dann hätten wir hier stehen, also 3x plus 5 minus 5 ist gleich 7 minus 5. So, beide Seiten gleich behandelt. Damit sehen wir, der Teil hier ergibt 0 und der Teil hier ergibt 2. So, also wir können neu anschreiben, 3x ist also gleich 2. So. Probieren wir es weiter. Naja, wie bekommen wir hier aus 3x x raus? Also wir haben 3x, naja, indem wir beide Seiten durch 3 dividieren. Also machen wir 3x durch 3, kann man als Bruch anschreiben, ist das gleiche wie 2 durch 3. So. Jetzt kürzt sich der Dreier hier weg und wir sehen als Ergebnis, x ist also gleich 2 Drittel. Was wir gemacht haben, wir haben hier die Methoden, die vorher gezeigt wurden, auf unser Beispiel angewandt und haben aus dieser Gleichung das x auf einfache Weise isoliert. So, ich danke für die Aufmerksamkeit, bis zum nächsten Mal.